Yes, baby! Woo! Yes, boys! Sieg vom Weißler! Woo! Yes! Zweiter Sieg in Folge vom Weißler! Jetzt gleich mal heftig crashen! Oh mein Gott! Mit dem Jan Bürgi im Short sind wir kollidiert. Schau mal. Boah, das ist witzig! Ah, es waren auch schon 10 Minuten. Wie lange dauert bis der Motor im Arsch ist von Beißler? 120, 121, 122. Jetzt muss er doch fahren, regelt der Motor. Der ist ja immer noch nicht, der ist nicht kaputt. Yes, 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 yes! Ja, und damit sage ich Grüezi miteinander. Und die Boxenstrategie, also ein Stopp beim Beißler. Die letzte Renne zeigt's. Wer an die Box kommt, hat die Vorteile. Sollte auch hier möglich sein. Vorher möchte ich aber erstmal 20, das sollte der Beißler crashfrei schaffen. Er hat es bewiesen, dass er es kann. Denk dran, dass du die Distanz da trotzdem für hast, ne? Genau. Und vor allem, der Beißler hat die Pole Position zum dritten Mal. Hier, gell? Damit du die Lisa wieder wegsäbeln kannst, da freut sich doch bestimmt immer drüber. Dann kommt der Bergold und der Le Gall. Und in Reihe 4 begrüßt. Hallöchen! Hallöchen! In Reihe 5 Grün und Schweizer. Der Grün hätte Schweizer tatsächlich geschlagen. Der Schweizer würde auch noch der Valvorik und der Grün-Weltmeister werden können. Aber wenn der Beißler jetzt nochmal gewinnt, dann können wir euch, denke ich, streichen. Die grüne Schweiz. Hahn, Bergmann und Schmutz. Harimi und Lichtmess. Der war noch Zweiter im letzten Rennen. Jetzt ist er schon wieder weit hinten. So schnell geht es bei mir in der Formel 1. Dann Pfaffinger, Hartmann, Scholz, Dagomet, der überhaupt nichts mehr zusammenkriegt. Man hat ja schon festgestellt, dass da läuft nichts mehr. Der braucht dringend ein besseres Team, oder, der Dagomet? Wäre ich schon fast dafür. Dann Lang, Christian Schwald, Patzak, Tobias Bürgi, Stefan Meyer und ihr werdet nicht raten, malige Zeit, nicht in einem Rennen dabei. Beide Blamage, oder? Weil Valvorik willst du nicht noch zum anderen Team weg? Kenny, nicht mit den Leistungsdaten von 94, das sollte besser laufen. Kenny, willst du nicht nochmal überlegen, zu Williams zu gehen? Na, der einzige Grund, warum ich da nicht hinwechseln würde, ist momentan Valvorik, glaube ich. Okay, Kenny geht zu Tyrell. Ja, Kenny geht zu Tyrell. Hat sich gerade dafür entschieden. Benetton wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Also wir werden sehen, was die Silly Season statt ein Schumacher so bringt. Ja, statt ein Schumacher. Wenn du einen Schumacher einfahren, bist du wahnsinnig, ey. Da fahre ich lieber mit dem Bobby-Kalt daher. Denk, dann klicke ich mal auf OK und gehe jetzt. Ja, jetzt gehe ich im Rennen an den Valvorik. Ich übergebe mich auch. So. Servus und hallo zu, zu Chefs. Du Fresh Brain Fail. Ja, dann Ossi, dann weiß ich es wieder. Achso, der stürzt es ab bei dir. Ja. Dann darf er das Qualifying nochmal fahren, glaube ich. Nee, ich habe eh gespeichert. Gut. Ist nur Fraps abgestürzt, also komme ich gleich. Geht schon. Ja, dann hast du jetzt die 3 Runde Rückstand. Wer start? Oi, da geht's eng zur Sache. Beide Jordans hinter mir. Beide Jordans, da hat der Kenny auch verloren. Müssen wir uns gleich mal angucken. Aber der Beißler führt. Jawohl. Also ohne Crash, beide Jordans sind mir aufgefahren, aber nichts passiert. Wir werden es gleich nochmal anschauen in der Analyse. Ich denke, das werde ich gleich mal tun. Wie war der Start in der... Oh, die Kamera ist aber nicht sehr gut. Da sieht man nicht sehr viel, aber die beiden Jordans und der Lisa hat auch noch den Kenny überholt, oder? Nein, das sieht nur so aus, Gott sei Dank. Puh. Hab schon gedacht, der Lisa ist vorbei. Der Lisa verliert sogar noch, er fällt hinter. Was? Geil! Das gucke ich mir nochmal an. Der Valvorik gebe ich ein bisschen Vorsprung. Da ist der Bürgi, Hamerski sogar. Der Kenny fällt auf Platz 5 zurück beim Start. Nein, jetzt fällt er noch weiter zurück. Der Grün ist da am Lisa vorbei. Der Grün hätte Lisa kassiert. Sehr schön, vielen Dank dafür, dass der Gilbert auch mal zu was gebrauchbar ist. Den neuen Teamkollegen. Eventuell, wäre echt gut. Ich gehe mal wieder auf Position 1, damit ich in Fahrt komme. Also, der Kenny hätte Start nicht so gut hinkriegt, aber ich glaube... Darf ich Beißler? ...dass der Kenny kommt und der Valvorik ist jetzt zurück. Ja. Servus und hallo zu Grand Prix 2. Wir sind im Rennen von Spa-Francorchamps und haben die Pole Position und es geht auch gleich los.
Valvoric, Hill, Schumacher, Berger, Coulthard, Alesi, Häkkinen, Verstappen, Frentzen und Katayama sind die ersten 10. Und das Qualifying war doch ziemlich durchmischt. Also vom ersten bis zum letzten 18,9 Sekunden Boah, Abstand. Leck. Das ist echt eine eigene Nummer in Spa. Bei mir nur 2 Sekunden. Der letzte. Also 19 Sekunden vom ersten zum letzten. Boah, das ist echt irre. Ja, du fährst sowieso immer 3 Sekunden schneller, wenn es gut läuft, wie das RS. 4. 4 möchte ich nochmal festhalten. Naja, nicht überall. Aber wenn so die Konstellation ins Ziel käme, für Valvoric hat ja jetzt in jedem Rennen die Pole zumindest gehabt, bis jetzt. Also Pole-Weltmeister ja. Bist ja schon. Aber wenn es jetzt so ins Ziel käme, dann müsst ihr ja wieder am Coulthard richtig dran sein, denn der war ja hinter Berger, der muss ja dann welcher Platz gewesen sein? Auf Platz 5, der ist aber dabei schon wieder vorm Berger, leider. Das ist aber schlecht. Das Rennen ist ja noch nicht zu Ende. Nein. Schauen wir mal, wie die Boxenstopps sind. Wer wie reinkommt. Und du hast auch nur eine Runde Rückstand, weil ich jetzt extra wegen dir den Start paar Mal wiederholt habe, um dir Zeit zu geben. Das ist nett. Ich habe die schnellste Runde gehabt, die hat mir der Bergold aber gleich wegschnappt. Beide Jordan Harts sind hinter mir. Also das ist jetzt hart zur Sache, werde. Ich muss da wegfahren vor deine Jordan Hart. Hart? Aber der Beißler ist auf einem guten Weg. Also bis jetzt, der Start war gut. Alles sauber. In der Kurve, da sehe ich Jordan besser. Alles schmutzig. Schmutzig übrigens vorm Kenny und vorm Grün. Ja, übrigens, der Kenny und der Beißler, ihr hört den Beißler ja schon. Der Kenny ist auch noch mit dabei. Aber sicher doch. Guten Tag! Das war der Kevin. Hallöchen. Ja, Rory kriegt seine Begrüßung jetzt an den Kopf geschmettert wieder. Ich kann froh sein, dass es nur die Begrüßung ist. Ja, ja, wir sind die schöne ja. Weihnachten. Schöne Uwe. Weihnachten. Ja, von mir auf, frohe Weihnachten. Ja, es läuft. Es läuft. Piep! Kalypso, piep! Oh, jetzt machen wir noch Schleichwerbung für die. Müssen wir auf der Bühne. Ich weiß nicht, was ich gegen Kalypso habe. Kalypso ist toll. Ja, auch ich habe mir ein Spiel von denen gekauft, gebe ich zu. Ja, der Beißler hat sich Racing Manager 2014 gekauft. Also bitte Shitstorm in die Kommentare. Oh, leck. Ich habe die schnellste Runde übrigens. Alleine jetzt. Ich gebe dir Shitstorm. Gebt mir dem Valvo auch ein bisschen Shitstorm zurück. Hat er verdient. Der Kenny wird es befürworten, glaube ich. Niemals. Ich mache da selber mit. Ich mache den Anführer. Damit kennt ihr euch Deutsch nicht aus. Glaubst du? Ich glaub, wenn das ein richtiger Deutscher gewesen wäre, hätten wir das Ding gewonnen. Oh, apropos Shitstorm, da geht der Valvoric als erster in die Box. Warum? Er hat sich den Frontflügel bei mir kaputt gefahren. Bei dir? Im Let's Play bei mir in der Boxenmauer reingedonnert. In die Boxenmauer reingedonnert. Ja, wie lustig. Der war vorher wahrscheinlich schon ab, oder? Warte mal, ich lasse die Wiederholung gerne nochmal laufen. Nein, da hast du dich gerade in die richtige Richtung gedreht. Du musst da wohl reingedonnert sein. Also, weil wo, Rick? Gehe ich jetzt schon an die Box? Boxenmauer vom Valvoric. Also Valvoric, was soll das? Ja, da sehen wir es nochmal, da knallt er die Boxenmauer. Also Valvoric, was soll das werden, wenn es fertig ist? Willst du jetzt den Beißler auf alle Biegen und Brechen nachmachen? Den Beißler machen. In Runde 3, Valvoric an der Box. Dafür läuft es bei mir richtig gut. Weil es so schön war, schauen wir uns das nochmal an und dann schalten wir wieder auf den Valvoric. Ah, ah. Ja, mag dich auch. Kenny ist übrigens aus dem Rennen. Oh je. Down. Das war jetzt die Revanche dafür. Nee, war gar nicht Kenny. Johnny Herbert. Aber erst Kenny sagen. Ja, durchs Grand Prix 2 Lap habe ich nur ein Y gesehen. NY und dachte, Kenny. Das ist halt naheliegend. Aber Johnny Herbert hat sich in der Eau Rouge, nee, nicht Eau Rouge, wie heißt die letzte? Bus Stop? Bus Stop, ja.
gedreht. Und die gibt es so nicht mehr heute. Die sieht jetzt auch anders aus. Da haben sie jetzt eine blöde Schikane reingebaut. Ich fand eigentlich den alten Bus-Stop etwas besser. Aber da haben sie müssen eine Schikane reinbauen jetzt. Die ist auch nicht besser. Ja, der Walvorik, der hat das Rennen bei mir jetzt auch schon abgehakt. Also der hat dich in der Boxenmauer, das hätte ich dir jetzt echt nicht zugetraut, Walvorik. Also das traust du mir mal nicht. Der dreht jetzt da um, weil ich, wer dir dann entgegenkommt. Genau. Oh nein, dann gehe ich aber an. Dann gehe ich aber an die Box, wenn du mir entgegenkämst, und dann wird es hinter der Lisa und Co. treffen und ich war da an der Box. Ich mache jetzt den Crash-Kit. Apropos, hinter mir sind jetzt die Jordans. Der Gilbert Grün dreht die schnellste Runde, also das ist auch sensationell. Was ist denn da los? Und die Jordans, ich habe gerade einen Verbremser gehabt in der Bus-Stop, jetzt sind die Jordans wieder auf mich draufgelaufen. Aber ich denke, im Highspeed-Teil haben sie dann wieder keine Chance. Aber gut, die Jordans sind richtig dabei. 1, 2 und 3. Und dann kommt leider schon der Lisa. Ne, der ist weiter hinten. Da kommt der Schweizer schon. Oder der Grün, glaube ich. Der Grüne schon Vierter. Mensch, für den Matze läuft halt auch nichts zusammen. Na, da werde ich doch weiter ausbauen, die Führung vom Matze. Jetzt ist wieder wer draußen. Dagome, Getriebeschaden. Also ich glaube, der sollte bei dir auch ein anderes Team bekommen, der Dagome. Wäre ich auch schlecht dafür, mehr dafür. Ja, Simtek. Grüße. Grüße auch von mir. Simtek. Da kommt der Matthias Scholz rein. Das reicht schon. Ja, den Grün muss ich eigentlich auch noch einbauen in meine Edition. Mit dem roten Helm, oder? Ja. Ein Bergehelm. Ja, und ich führe derweil mit nach drei Runden. Ich auch. Mit 18 oder jetzt mit 20 Sekunden Vorsprung. Das heißt, so pro Runde circa 6 Sekunden hole ich raus. Oh leck, ich verliere immer so viel in der letzten Schikane. Da sind die Jordans dran. Also ich kriege gar keinen großen Vorsprung zusammen. Sind jetzt schon wieder dran. Da muss ich echt aufpassen, weil La Source ist echt gefährlich. Wenn da einer von denen jetzt eine unglückliche Aktion macht, der könnte mich abschießen. Aber dann im Mittelteil und auch im Highspeed geht's. Aber in dem Bus-Stop, da verbremse ich mich immer. Und dann kommen die Jordans, also der Berghold immer direkt im Heck. Und dann Bus-Stop ist auch extrem blöd, also vom Bremsassistenten. Der bremst sich ja da komplett runter. Das stimmt auch wieder. Aber ich habe dafür im anderen Teil wieder das Lachen. Aber der Berghold fährt... Oh, nee, jetzt nicht, jetzt nicht. Ah, da hat es den Berghold gleich mit erwischt. Sehr schön. Wollen wir uns das mal anschauen. Ich habe mich verbremst und dann habe ich die Kurve nicht gekriegt und da ist der Berghold mir drauf. Aber ich habe nichts kaputt. Hat er was kaputt? Ja, da bin ich die Kurve ein bisschen angeschnitten. Ja, der Berghold, der ist jetzt ein bisschen an Bande geknallt. Nichts kaputt, aber der Grün wird ihn gleich überholen. Schauen wir uns das doch mal von Patrick Berghold an aus dem Cockpit, was mit ihm passiert ist. War keine Absicht, ich habe die Kurve geschnitten und dann habe ich den Bremspunkt verpasst und dann kam da der Berghold, der landet fast in der Leitplanke und dahinter ihm ist der Gilbert Grün schon. Ich denke, das sollte man uns dann nicht mehr anschauen. Ich mache nochmal Wiederholung. Ich mache im Moment gerade Wiederholung und schalte mich dann wieder zurück, damit ich nicht noch abfliege. Was ich auch noch erwähnen möchte, ich fahre wieder mit dem Fuxi-Setup. Also wieder auch. Grüße an der Stelle. Ich auch, Grüße an der Stelle. Kann ich nur und, empfehlen. Was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt hast du mich rausgebracht. Ja, Fuxi-Setup und Grand Prix 2 Laps seht ihr da oben auch wieder. Das heißt, wir sehen wiederum die Platzierung der ersten 10, habe ich dabei eingestellt. Das geht bei mir auf dem Computer nicht mehr. Das schaue ich mal, wenn ich den neuen PC habe, ob es dann geht. Und fahre gerade in der Runde 5 meine bisher beste Zeit mit 2.01. Oh, leck. Abstand ist jetzt circa 30 Sekunden auf den auf Platz 2. Die Streckenkarte in Barcelona fand ich gar nicht so schlecht. Die war nur ein bisschen doof positioniert. Aber an sich war die Idee der Streckenkarte richtig cool. Ja, Abstand jetzt 31 Sekunden. Das heißt, ich hole pro Runde wirklich 6 Sekunden, die ich gegen Hill aufbrumme quasi.
Ja, jetzt hat der Bergold doch verloren durch den Rausrutscher. Der Grün steckt da im Heck, also die jagen mich jetzt, der Bergold und der Grün. Ich sehe da draußen. Bei mir? Nein. Ja, der Kenny. Kenny ist aus dem Skype, oder? Ja, ich sehe es gerade an der Seite. Da ladet es wieder. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, weil der Kenny ja sonst auch nur zuhört. Aber das stimmt, die Kommentare kamen nicht mehr. Nee, nee, er ist aus der Skype-Leitung geflogen oder Ich habe es bewusst? gerade gehört, das Symbol, also dieses, den Sound. Nee, ich habe den gar nicht gehört. Ich habe nur den Ingame-Sound von Grand Prix 2. Da hast du da gar keinen Sound dafür. Nein, das ist nur der Abnehm-Sound. Ich wollte da für jeden Sing mal eins programmieren, aber da muss die Soundfiles für manche dürfen nur bestimmte Länge haben. Das war mir dann zu dumm. 201,916, ich verbessere mich nochmal von der besten Rundenzeit her. Mein Teamkollege kommt gleich an die Box und ich fange gleich an zum Überrunden, nämlich den Candy. Der hat gerade In Runde aufgelegt. 6. Der hat gerade aufgelegt. Ah, jetzt habe ich einen sehr motivierenden Bildschirmhintergrund im Hintergrund. Das ist Ich sehr werde mal den schön. Candy reinholen. Unterbrechen wir ganz kurz. Ich habe einen sehr motivierenden Bildschirmhintergrund. Da steht Schumacher drauf. Da war klar, dass das jetzt kommt, gell? Das kennst du ja schon. Das war klar. Das war klar. Bergold geht jetzt schon an die Box. Okay. Hat der den Flügel am Arsch? Das will ich jetzt mal wissen. Nein, die Boxenstopps beginnen jetzt schon in Runde 8. Okay. Bergold geht an die Box. Okay. Gilbert Grün jetzt neuer Zweiter. Also, Gilbert Grün auf der 2. Mein Teamkollege ist auch an die Box. Valvo, der Lisa ist gerade auch drin. Okay, Das bei macht mir mir geht's auch nichts. gerade los mit die Ah, Boxen. es geht früh los. Ja, klar, weil ich gehe ja erst in Runde 12. Mal gucken, ob ich mich vom Bergold halten kann. Denn die Siegchance ist mal so ganz leise gesagt da. Diese Kurve darf ich aber nicht nochmal schneiden. Sonst fliege ich ab. Ich glaube, beim Kenny ist Internet bestimmt bitte am Arsch. Würde ich mal fast behaupten. Bei uns hält es jetzt noch gut, aber ich möchte auch nicht weiter dazu sagen. Jetzt hören wir doch noch den Erdinger Sound demnächst wieder. Den gefällt dem Valvorik eh sowieso so gut, der Erdinger Sound, ich weiß. Total. Marcel Pelz ist aus dem Rennen. Ich muss eine Gerade suchen, um dann auf die Pausetaste zu drücken. Was ist mit dem Pelz passiert? So, und ich bin wieder zurück an der Stelle. Aufhängungsschaden bei Marcel Pelz hinten rechts. Das war's. Da steht da der Pelz. Kenny? Ja. Und der Kenny ist zurück. Kenny, was war? Typisches Internetproblem. Nee, PC Mega Abschiss des Jahres. Blue Screen. Blue und Black Screen oder sowas. Nee, nicht mal. Es war einfach nur Bild. Und dann habe ich euch noch ganz abgehakt gehört und dann. Dann. Kenny. Warte. Haut mich gerade raus, fast. Oh, hey. Ich versuche die nämlich gerade zu überrunden und du machst es mir nicht einfach. Ja, wer hat auch Alter. gesagt, dass es einfach ist? Weißt du dann, ob du nach links oder rechts möchtest? Bye! Ich will in dich. Ja. Und damit verabschieden wir uns auch Also wieder mit von Kenny. das heißt, du hast uns da noch gehört und dann war Windows weg. Ja, ganz kurz war irgendwie mal alles komplett stillgestanden, aber jetzt läuft's wieder. Stillgestanden. Scheiß Windows. Gilbert Grün geht an die Box. Ja, das spielt mir schon ein bisschen in die Karte, wenn die jetzt alle hinter mir. Da haben Merski, da, der Lisa, haha, der kann ruhig in Box. Es spielt mir alles in die Karte, wenn die jetzt hinter mir alle früher reingehe. Ich hoffe, dass ich da ein paar Zehntel rausquetschen kann jetzt in den nächsten zwei, drei Runden, bis ich komme. Ich komme erst in vier Runden. Mal gucken, ob es was bringt oder ob ich vielleicht reagiere und doch eine Runde früher komme. Ja, der Kenny hat mir gerade die Rundenzeit zerstört. Die war gleich mal 6 Sekunden Macht langsamer er als doch normalerweise. gerne, der Kenny. Aber Abstand nach wie vor 40 Sekunden auf Demon Hill. So, und das war kurz mal der Belmondo. Der ist jetzt im Reifenstapel, wo er Yep. hingehört. Ich bin gerade am Der Überlegen, kann schon wieder Valvo, weiterfahren, blöder Sack. ob das was bringt, schon zwei Runden früher zu kommen.
also den Boxenstopp manuell vorzuverlegen und dann natürlich früher zu kommen. Nein! Beim Valvo bringt's nichts mehr. Ausfall! Was war? Brabham. Reingeknallt oder wie? Beim Überrunden, ja. Jetzt echt Räder. Ich krieg Räder. Die Krise, ey! Räder weg oder wie? Hm? Alle Räder weg. Boah, bist du aufgestiegen? Ja. Volle oh, nee, Kanne. Das ist das Schlimmste, was passieren kann im Grand Prix. 40 Sekunden Vorsprung auf Platz 2 und beim Überrunden macht der Wichser nicht Platz, ey. Weißt du, was das bedeutet? Wieder 10 Punkte wie in Monaco im Arsch. Alter Vater. Hoffentlich trauerst du denen nicht noch nach, deine 10 Punkte. Boah, die Wiederholung sieht so krass aus. Wer war das? Belmondo. Belmondo sag ich. Brabham. Das ist der nächste Kandidat in der Crash-WM. Herzlichen Glückwunsch, Herr Brabham. Die Krise, ey. Ah, nee, das ist echt zum Kotzen, ja. Da hast du schon so gut, der Schweizer geht an die Box. Da hast du so gut gemacht und dann... Boah, Alter! 40 Sekunden Vorsprung! Ich glaub's nicht! Kann ich verstehen. Kein einziger Fehler! Ich bleib auf der Ideallinie. Oder der bleibt auf der Ideallinie, der Pisser. Ich möchte ihn überholen und was macht der? Puh, nix. Mann! So, liebe Zuschauer, ich habe mich jetzt entschieden, dass ich nach dieser Runde jetzt reinkommen werde. Ich werde meinen Stopp um 3 Runden vorverlegen. Mal gucken, was es bringt. In der Tankmenge passe ich schon auf, dass es nicht so voll wird. Weil Vorik hat mir einen Tipp gegeben, bei den Stopps unten was das zu drehen, dass dann von 1 auf 0 dann der automatisch das umfülle. Ich schaue mir nochmal die Wahl von Brabhams Linie an. Das ist absolut boller. Ideallinie und auf einmal fahrt er kurz rüber. Ja, mal in der Valvorik abschießen und weiter geht's. Ey. Mann! Also, liebe Leute, ich gehe jetzt schon rein. Ich werde jetzt das auch ein bisschen vorziehen. Mal gucken, ob ich es schaffen kann, vor Grün, Schweizer, Lisa und den Jordans zu kommen. Das sollte eigentlich drin sein. Weil vor mir ist der Hamerski, der wird irgendwann auch in die Box gehen. Der interessiert mich jetzt nicht. Auf den brauche ich nicht achten. Ich glaube nicht, dass der durchfährt. Und wenn er durchfährt, dann gehen seine Reifen eh kaputt. Sollten sie normal. Deswegen kommt er. Und die Boxeneinfahrt, die ist wenigstens halbwegs gerade. Hier kann man nicht reinknallen normal. Außer Valvorik. Oh, da hätte ich es fast auch gemacht. Aber gut. Hey. Schweizer ist aus dem Rennen. Schweizer ist aus dem Rennen. Was war mit Matze Schweizer? Da steht er und da ist irgendwas kaputt gegangen. Was war mit Matze? Ich will es gerne nochmal sehen. Matze Schweizer wird damit definitiv wichtige Punkte verlieren. Ich bin Box und sehe Schweizer raus. Ja, da steht einfach im Kiesbett nichts kaputt. Offensichtlich hat er sich gedreht und ist stecke geblieben. Das schafft auch nur der Schweizer sowas. Also, das schafft nur der Schweizer. Ich schaue mir gerade nochmal die Wiederholung an, immer wieder. Und damit sind wir wieder in der Box mit dem Beißler. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Schweizer ist damit definitiv weg aus dem Rennen. Ich mach mal 3 Runden mehr. Und es passt. Ich glaub's nicht. 42 Sekunden vor dem Mann hier. 9,9. Hamerski vor mir an die Box. Ich fall auf Position 3 zurück. Das heißt, abwarten. Noch bin ich nicht draußen. Doch, Dritter. Wer fährt vor mir? Der Lukas Bär, der geht sicher noch an die Box. Dagomesh an der Box. Also ich bin jetzt früher reingekommen. Der tut aber nicht den Boxenstopp. Ne, der macht keinen Boxen, weil er hat 0 angezeigt. Ich gehe jetzt mal auf Wiederholungsmodus. Wer ist da vor mir? Lukas Bär und der Jan Bürgi, der war aber, glaube ich, schon an der Box. Also das heißt, der Lukas Bär geht sicher an die Box. Beim Jan Bürgi bin ich mir nicht sicher, aber ich habe die bessere Reife. Ich sollte den dann doch kriegen irgendwann. Aber ich bin auf einem guten Weg. Die Strategie war gut, hab den Grün und hab den Bergold hinter mich halten können. Der Schweizer hat es ja weggeschmissen, der Trottel. Der Valvorik, der ist für heute nicht mehr zu ansprechbar jetzt. Boah, alter Schwede.
Das tut mir echt leid. Also, wenn du das jetzt gewonnen hättest, da hättest du jetzt sicher der Kultart richtig gut was aufholen können. Jetzt zieht er dir wieder um 10 Punkte weg. Wo ist denn der Kultart aktuell? Oder schaust du gar nicht mehr hin? Ja, Hill Schumacher Kultart leider wieder die ersten drei, die auch in der WM vorne sind. Oh je, und sind nur noch 5 Rennen. Also, weil Worik, es muss, glaube ich, schon fast eine Siegesserie jetzt bedarf, dass du das schaffst. Wenn es noch so weitergeht. Die Überrundungen sind echt eklig. Ich habe jetzt schon Angst, auf 94er Leistungsstufe zu gehen in der zweiten Saison, dass mir das dann auch passiert. Das ist so unvorhersehbar. Manche weichen ab von der Ideallinie und andere bleiben einfach nur starr auf der Ideallinie. Und in dem Fall ist der starr auf der Ideallinie geblieben und ich habe angesetzt zum Überholen und auf einmal zieht er ein bisschen rüber und trifft mich genau am Hinterrad. Das also Hinterrad gegen Vorderrad. Ja, das ist echt. Volle Kanne aufgestiegen und drei Reifen verloren. Wenn du einmal aufsteigst, musst du richtig Glück haben, dass du da noch was reißt. Ich glaube, der Lukas Bär ist jetzt an die Box gegangen vor mir. Da ist der Beißler schon mal Zweiter. Es ist halt echt das Gefährlichste. Hinterrad gegen Vorderrad, das ist schon das K.O. Und hinter mir ist, wie gerade eben, auch der Gilbert Grün. Also der war schon danach vorhin hinter mir. Der hatte Bergold also geschnappt bei den Boxenstopps. Damit ist der Jan Bürgi jetzt vorne. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob der jetzt drin war oder nicht. Wenn nicht, dann werde ich ihn vielleicht trotzdem noch kriegen irgendwann, weil wir haben ja schon festgestellt in den letzten Rennen, dass die, wo durchfahren, meistens nochmal durchgereicht werden können. Aber mit Platz 2, ganz ehrlich. Brabham verbremst sich. Also ganz ehrlich, Platz 2, liebe Leute, unterschreibe ich sofort. Also das werde ich sofort nehmen. 6 Punkte. Bin ich schon bei 26. Bei 26 Punkte habe schon jetzt 13 mehr wie der Lisa. Das gefällt mir sehr gut. Und bleibt WM-Führender. Das darf man auch nicht vergessen. Da steht der Schweizer. Der hat's weggeschmissen, der Depp. Jetzt hätte der Matze hätte auch richtig nochmal aufholen können. Der wird dann in der WM wieder zurückfallen. Je nachdem, wer wo steht. Das schauen wir auch gleich mal. Jetzt bin ich erstmal Zweiter. Jan Bürgi ist vor mir. Und ich werde jetzt einfach mal googeln, wie viel kann ich auf ihn aufholen, damit ich ihn vielleicht im Highspeed-Teil oben unfallfrei überholen kann. Denn wie das anders ausgehen kann, das kann uns der gute Valvorik jetzt erzählen, oder? Wie das anders ausgehen kann. Oh, hast du die Atmung gehört? Das war kritisch. Kritischer Bereich. Ja, der Valvorik ist verstummt. Das heißt, jetzt kann ich reden ohne Ende. Er hat nichts mehr zu sagen heute. Ah, 6,2 ist aber schon noch ein Stück. Das ja. Wie in Monaco durch Unverschulden aus einem Sieg geschmissen. Diese Fuck-Überrundeten. Die sollten alle Sandballer Crash-WM durchlaufen jetzt. 6 Sekunden pro Runde schneller als alle anderen. 40 Sekunden Vorsprung, sogar 42. Und dann. Ja! Also da würde ja. ich im Kopf. Wenn du es einfach nicht drauf hast, dann würde ich es sein lassen. Weil wo? Ganz einfach. Jetzt. Sollst du demnächst den Daumen raushalten, wenn du an der Strecke stehst und vielleicht nimmt dich ja jemand mit. Ja. So, da mein Finger. Oh, nee, das war jetzt ungünstig. Ja, ich wollte gerade sagen, such dir einen Finger aus. Oh, das war ungünstig, wo ich die Pausetaste gedrückt habe. Fast wäre ich abgeflogen. Frenzen und Hackinen kollidieren? Ja, da gehen wir doch mal. Der Jan Bürgi führt durch meinen Abflug gerade. Hat er jetzt ein bisschen Zeit. Dann der Beißler. Der Gilbert Grün. Oh, der Gilbert Grün ist nicht mehr weit weg, wenn ich noch ein paar Abflüge hinlege. Da kommt er schon, der Grün, mit dem Hamerski im Schlepptau. Ja. Bergold 5. 6. der Bergmann, 7. der Schmutz, 8. der Pfaffinger, Valentino Lisa, haha, auf der 9. Tientran 10, der Bär, nach dem Boxenstopp 11. dann der Luca Lichtmess 12, der Schwall 13, der Stefan Meyer 14, dann Harimi, Matthias Scholz, der Kenny, der Patzak, der Tobias Bürgi, Dagome, Hartmann, Lang, und Valvorik, sowie Le Gall. Und ja, Valvorik, der ist letzter, vorletzter und der Kenny 17. Komm, Mars dreht sich auch in der Bastop-Schikane.
Und da sehen wir es nochmal, wie das passiert ist. Da wäre ich fast echt abgeflogen. Also da habe ich riesen Glück gehabt. Das war jetzt ein unkonzentrierter Moment. Ich sollte irgendwann wirklich mal die Grand Prix 2 LED zum Laufen kriegen. Es braucht dringend eine neue PC. So, da bin ich wieder. Habe jetzt aber bestimmte Sekunde verloren auf den Jan Bürgi. Aber ich muss gucken, der Grün kommt jetzt dann angeschossen, Seller. Aber dem seine Reife müsste auch nicht. Und der war vor mir drin, der Grün. Eine Runde, zwei vor mir. Also dem seine Reife sollte eigentlich schlechter sein. Und der kann ja auch nicht sonderlich gut mit Reifen gehen, der Grün. Ah, da vorne ist der Jan Bürgi, glaube ich. Kann das sein? Oh! Kann das Abgefangen. sein? Abgefangen. Das Wo? war die Bastop, Ausgang Bastop fast weggedreht. Es ist der Jan Bürgi, in der Tat. Ich habe aufgeholt, obwohl ich einen Dreher hatte, fast. 4 Sekunden aufgeholt. Wie habe ich denn das bitte gemacht? Ja, gut, dann wird es für den Jan Bürgi, denke ich, doch bald zu Ende sein, wenn das so weitergeht. Einfach noch ein bisschen konzentriertes hinbekomme. Sind ja auch nur noch 9 Runden. Das sollte schaffbar sein für einen Beißler. Auch wenn das Spiel kurz leckt, was mir die Zeit gibt, sauber durch die Kurve zu kommen. Also die Feuersturm beim Walburik ist mir einfach nicht zu überbieten. Ja, Ja. dafür ist beim Beißler jetzt plötzlich umso besser. Wie sich das so drehen kann. In der ersten Saisonhälfte war der Valvoric super und ich habe nur Scheiß gemacht und jetzt dreht sich alles um und der Beißler wird plötzlich der Hit und der Valvoric hat auch Pech, das war jetzt auch echt Pech, also, aber es war in Ungarn auch Unvermögen mit dabei. Aber die Strecke hast du einfach und die Ja, Strecke wirst du Ungarn nie mag ich haben. nicht, aber Spa wäre so viel drin gewesen. Ja. Da habe ich auch, kann ich ein Lied von singen. Imola. Brasilien. Die anderen Rennen habe ich ja bewusst weggeschmissen zum Teil. Oh, Ausgang Bastop ist ekelhaft. Da muss ich, glaube ich, lieber mal zu früh bremsen als zu wenig. Der Grün, den habe ich jetzt wieder hinter mich gehalten. Der soll nur Dritter werden, das passt schon. Der Gilbert braucht kein Rennsieg holen, das passt schon. In seinem Auto werde ich dann nächste Saison sitzen beim Gilbert im Auto. Und er vielleicht in meinem, so Cockpit-Tausch wie bei Sutil Hülkenberg, oder Kenny? Okay. Na, jetzt wart mal ab, was Sauber bringt nächstes Jahr. Der Kenny hätte es dann eher besser gefunden, Hülkenberg-Sutil. Weil Perez, es geht für dich gar nicht, oder? Sergio Perez. Richtig. Kann ich absolut nicht leiden, die Flachzange, Dann ey. hättest du eher Hülkenberg-Sutil, das wäre dann okay gewesen für dich. Ich glaube, hätte ich mir sogar noch eher Vettel Hülkenberg oder Vettel Sutil gewünscht. Boah, okay. Obwohl, das ist schon echt grenzwertig. Das ist schon echt grenzwertig. Ich wollte es gerade sagen. Aber der Perez, da muss ich jetzt schon die Schrottteile aufsuchen, oder wie bei dem? Ja, ganz ehrlich, ich glaube, sein Vater hat zu Hause einen Schrottplatz, ey. Achso, und dann macht er das extra, um die McLaren-Teile dann mitzunehmen, oder? Ja, klar. Oh, da ist außerdem wieder was kaputt gegangen. Aber ich kenne da jemanden. Ja. Ich Warum bin fährt er mal mit seinem LKW vorbei und dann nimmt er das mit? gespannt auf den Kevin Magnussen, was der bringt. Es ist sehr hochgepokert, was Chica. McLaren macht. Chica ist genau. Es ist sehr hochgepokert, was McLaren macht. Ob das funktioniert, da vielleicht fährt er 100 Mal besser, wie sein Vater gefahren ist. Das weiß man alles nicht. Bei Hamilton war das damals schon ein wenig absehbar, dass der was drauf hat. Der zum McLaren kam, der Lewis Hamilton. Und da fliege ich fast wieder ab. Und das gilt für den Dagome. Der ist raus. Was hat er gehabt, der Dagome? Wir schauen es uns doch mal an. Oh, leck, ein Unfall. Da war ich nicht beteiligt, aber das sah geil aus, der Unfall vom Dagome. Grüße an dieser Stelle. Das sieht man nur noch in der einen Kurve, weißt du, wo es so geschlängelt geht. Da fliegt er ab, man sieht nur noch, wie er da wegfliegt. Das schauen wir uns doch, aller guten Dinge sind drei, aus dem Cockpit an, wie er da wegfliegt. Da schleudert es ein Dagome richtig Den weg. Crash des Tages habe aber sicher ich gehabt, das kann mir Dagomir nicht wegnehmen.
Ja, und das denke ich, war's dann für den Dagome. Bei mir fährst du noch, Valvoric. Crash des Tages geht an, Valvoric. Bei mir an der Dagome, das sah schon richtig geil aus. Das hat mich schon erinnert an den Crashrennen von Beisler, so wie da manche Abkurve sind. Also richtig gut macht der Dagome. Mit Cockpitbruch und sowas. Vorderrad weg und Nase weg. Ich glaube, das war vorne rechts, wo da abgeflogen ist. Schön wäre es gewesen, wenn bei mir nur das Vorderrad gefehlt hätte. Dann wäre ich noch an die Box gefahren. Mit einem Rad. Nee, wenn nur das Vorderrad weg ist. Ach so, ja, dann hättest du da noch aufholen können. Die Mit einem Qualität Rad hast. wäre schwer. Wenn du das geschafft hättest, dann wäre auch der Kenny sprachlos. Nö. Wieder. Wie Fred Feuerstein. Nö. Einfach die Füße raus und ja. Ja, bei mir ereignet sich jetzt auch was Interessantes. Da fahren wir jetzt schon zum 16. Mal am Schweizer seinem Auto vorbei, was ich einfach nicht abgeschleppt habe. Ja, der Jan Bürgi verliert nämlich jetzt immer mehr auf mich. Das heißt, mit dem Sieg von Beisler kann man rechnen jetzt. Muss es nicht, aber man kann es. Zanardi schmeißt das Auto weg, Aufhängungsschaden. Das wäre dann schon 30 Weil. Punkte, das wäre ja krass. Weiß er noch auf dem zweiten unterwegs, oder? Ja. Und mein Boxenstopp auch schon vorgezogen, habe ich den vorhin. Und so habe ich können den Grün und der Bergold hinter mich lassen. Das war ganz geschickt, was ich da gemacht habe. Wahrscheinlich wäre die Taktik nach hinten losgegangen und ich wäre hinter die alle auch noch zurückgefallen. Also das war eigentlich gar nicht so übel. Da fliegt schon der nächste raus, Dayan Harimi. Wollen wir mal sehen, ob er auch so einen guten Crash gehabt hat. Ich will nicht den Lisa sehen, sondern der Harimi. Was soll denn das? Zeigen Sie mir den blöden Lisa, den will ich nicht sehen. Wo ist denn der blöde Harimi jetzt? Der wird gar nicht mehr angezeigt. Wo ist jetzt der Harimi? Mika Hakkinen, was ist Harimi mit hat dem Harald. passiert? Der Harimi wird mir gar nicht mehr angezeigt. Ich glaube, da hinten steht er. Wird schon abgeschleppt. Der ist, so wie es aussieht, selbst abgeflogen. Hakkinen auch gerade selbst abgeflogen, steht dann neben der Strecke. Valentino Und Lisa ist Achter, finde ich geil. wartet, bis alle anderen durch sind und da wird er schon abgeschleppt, bevor er noch wieder auf die Strecke kommt. Und ich habe jetzt 1,5 nur noch Rückstand auf der Jan Bürgi, 2,5 Vorsprung auf Gilbert Grün. Schumacher gegen Hill, das wird spannend um Platz 1. Das heißt, dann wird der Schumacher an WM-Führung schnuppern demnächst, anstatt der Ja. Valvoric. Ja. Weil der Valvoric so viel Coulthard gekriegt Dritter, hat. also Schumacher, Hill, Coulthard, Berger, Alesi, Verstappen. Also die anderen haben eigentlich nichts mehr zu melden, punkto WM-Führung. Naja, das sieht bei mir ein wenig Aber anders macht aus. sich. Da haben noch einige was zu melden. Der Coulthard hat ja 55 Punkte. Der würde Wahnsinn. Stand jetzt 4 Punkte machen, also auf 59 kommen. Hill macht 6 Punkte und kommt auf 61. Und der Schumacher macht 10 Punkte und kommt auf 61. Okay. Das heißt, Schumacher und Hill Punkte gleich. Und der Valvoric, wo kommt der dann? Ja, Platz 4 weiterhin. Mit wie vielen Punkten? ja, nach wie vor 41. 41. Hm, ja, ist noch nichts verloren. Aber da steht der Harimi und da ist der Jan Bürgi. Der Jan Bürgi ist jetzt schon vor mir. Das ist jetzt eng. Wo kriege ich Aber ihn? hinter mir Nein, erlese Platz. du Arschwichser! Das sollte passen. Nein, das Rennen ist gelaufen! Super, jetzt aber Oh, keiner mehr, der kommentiert. Kenny, du darfst da deine hebe ich Kommentare. ab beim Überholversuch auf den Jan Bürgi, so ein Hurewichser. Und da freitert mir fast nur der Amerski drauf. Ich glaube, das war nichts. Hinterrad ist weg. Ich glaube nicht, dass ich es an Bock schaffe. Wir schauen es Nee. uns nochmal an, wie das passiert ist. Da Danke. hebe ich ab, verliere das Rad, das hintere linke Rad. Ich glaube, das wird nicht reichen. Da ist der Grün vorbei. Was? Wie bitte? Welche Kurve war's? Das war diese Kurve, wo. Naja, bei mir genauso. Das Das ist, da heißt. ist die Linienwahl echt bescheiden von den Konkurrenten. Nee, ich hab, wolle, ich war auf eine gute Linie. Ich glaube, wir gucken es uns nochmal an, ob. Na, es war zu spät. Ob da nicht der Beißer vielleicht sogar Mitschuld hat an dem Scheiß.
könnte sein, jetzt sieht man es nicht mehr. Ja, der gut. Ich denke, das war's. Und damit schmeißt auch der Beißler, zum ersten Mal schmeißt der Beißler einen Sieg weg. Ein Sieg, sonst hat er ja immer Rennen. Das war beim Überrunden? Nein, beim Überholversuch, Angriff auf Platz 1. Okay. Aber vielleicht kann ich mich nochmal drehen. Achtung. Nein, nicht ausgehauen. Nicht mal das gelingt. Ich wollte doch jetzt nochmal ordentlich crashen, aber jetzt ist vorbei. Auch nicht mal das hat funktioniert. Sonst hätte ich noch einen abgeschossen dabei. Dann hätte ich wenigstens den noch. Lisa. Dann hätte ich wenigstens noch Freude dran gehabt am Ausfall. Hättest du nicht noch Lasso wieder in eine Box fahren können? Nein, ging ohne nicht mehr. Rad. Ging nicht mehr. War fertig, ging nicht mehr viel. Ach man, so ein Piep! Und der Kenny kommentiert zu Ende. Nein, nein, das kriege ich gerade hin. Der Jan Bürgi, das ist der nächste Kandidat. Wenn ich dann in. Ich habe ja noch Monza, da muss ich unbedingt gewinnen. Und dann ist der Jan Bürgi im nächsten Rennen fällig, der Penner. Der ist fällig. Na, warte, bis du mir die Finger kommst. In der letzten Saisonrenne bist du dran. Da bist du dran. Dich habe ich mir schon auf die Notizzettel geschrieben. Der ist dran, der ist dran, der Penner. Das macht er nur einmal mit mir. Badau. Ich wünsche mir jetzt, dass der Gilbert Grün das Rennen gewinnt. Der muss jetzt das Rennen gewinnen. Go, Gilbert, go. Der Jan Bürgi hat das Rennsieg nicht mehr verdient für mich jetzt. Gilbert, was ist jetzt mit Beißler los? Jetzt dreht er völlig ab. Auf einmal lief er zum Grün. Der Grün muss für mich jetzt das Rennen gewinnen. Der Jan Bürgi wird zwar nicht viel aufholen in der WM, das wäre zwar nicht so dramatisch, aber der Jan Bürgi hat mit der Aktion der Rennsieg nicht mehr verdient. Da würde ich sogar am Schmutz noch den Sieg eher gönnen wie dem. Also, jetzt dreht er ab, der Beißler. Gilbert, jetzt ist deine große Stunde. Du musst jetzt das Rennen gewinnen. Was macht der Grün? Hamerski könnte es auch gewinnen. Dem würde ich es auch gönnen. Selbst im Bergold würde ich es gönnen. Auch im Schmutz würde ich es gönnen. Oh nein! Uah! Der Lisa auf der 6, dem braucht doch noch einen Getriebeschaden dringend. Jetzt flippt er völlig aus. Jetzt ist er nicht da ist der Rocky. Rocky, go Rocky, jetzt ab der Lisa überhole. Rocky, das packst du. Rocky brauch gegen noch, Lisa. Ich muss nur noch der Schmutz irgendwie in die Punkte kommen, dann ist überhaupt vorbei. Nein, der ist schon in der Punkte. Scholz gewinnt noch. Ne, der wird sicher nicht mehr gewinnen heute. Der Schmutz ist schon in der Punkte. Nein, der Lisa muss jetzt vom Bergmann überholt werden und der Grün muss den Jan Bürgi ab überholen. Dann ist alles okay. Also, ich habe jetzt schon die Tendenz, zu welchem Fahrer ich tendiere. Nehme ich hier zum Grün. Jetzt macht er. Ja, den Gilbert. Da war er vorbei. In der Action Cam. Da war der Gilbert Grün vorbei. Wir haben es gerade gesehen. Liebe Zuschauer, mal gucken, ob wir es nochmal sehen. Nein, da ist schon vorbei. Da führt der Grün das Rennen. Ich werde wahnsinnig. Das gibt den Sieg für den Gilbert Grün, der allererste. Ich hoffe, dass er ins Ziel rennt. Da war aber ganz knapp hinter dir, oder? Der Grün im Rennen. Nein, der war Dritter. Der war Dritter. Ja, du warst Zweiter, oder? Na, aber der war nicht ganz knapp hinter mir. Ich hatte schon guten Abstand, 2 Sekunden. Ja, da führt der Gilbert Grün das Rennen an. Das freut mich. Der Jan Bürgi hat den Rennsieg absolut nicht mehr verdient. Ich hoffe, dass der noch einen Getriebeschaden kriegt. Das geschieht ihm recht. Ein Beißler schießt man nur einmal runter, dann ist Feierabend. Wenn der mir nochmal in den Finger kommt, in irgendeinem Rennen, der Jan Bürgi, dann garantiere ich für nichts mehr. Schon mal ganz sicher. So wie mit dem Belmondo, oder Valvorik und der Prepem. Ja. Da wird der Valvorik auf die Liste kommen, der Fahrer, die mir gerne treffe. Das ist mein Prepem und Belmondo, genau. Aber der Gilbert Grün, der hat den Rennsieg jetzt absolut verdient, weil er den Jan Bürgi überholt hat. Darf er auch bei mir ist noch 3 Runden und Hill führt vor Schumacher. Bei mir noch der 4. Hat Schumacher geholt und führt schon 6 Sekunden vor Schumacher und Coulthard auf Platz 3. Was macht aber die 3 kommen halt leider wieder durch, ärgerlicherweise. Die haben echt nie Ausfälle. Ja, der Bergmann würde jetzt wahrscheinlich sogar die WM-Führung über... Ne, wird er nicht, weil der Lisa eine Punkte ist. Mensch, Rocky was ist... Rocky Bergmann! Rocky Bergmann! Wir brauchen noch ein paar Anfeuerungsgesänge, damit er dann noch auf den 6. Platz kommt. Von mir aus soll der Schmutz 5. wäre, ist mir doch egal. Der Lisa darf nicht in die Punkte, das ist wichtiger. Und der Grün jetzt soll auch... voll ab. Hilft sogar schon zum Schmutzen zum Grün. Das heißt, der Grün soll heute das Rennen gewinnen, das ist mir auch egal, denn der wird Kenny, auch nicht. Kenny, ich glaube, wir haben den Beißler verloren. Ich glaube auch, jetzt ist er echt übergelaufen, ey.
Aber hier wird's eng, da ist der. Wer ist da? Wer ist da? Ah, ich habe gerade erst überholt, Woche. Was ist da mit dem Bergmann? Da ist der Lukas Bär, der ihn jetzt überholt. Vielleicht kann auch der Lukas Bär Sechster werden. Der ist auch okay. Darf auch der Lukas Bär Sechster werden. Hauptsache, der Lisa ist nicht in den Punkten. Ist mir dann egal, wer. Außer Matthias Scholz, der darf es auch nicht werden. Der soll noch Getriebeschaden bekommen. Ja, da ist der Bergmann abgeflacht. Ich glaube, ich hätte den Techno-Regmix doch lassen sollen. Das hätte ihn doch verwirrt ein bisschen. Und damit ist der Lukas Bär jetzt der neue Valentino-Lisa-Leger. Wer holt den sechsten Platz? Es könnte dem Lukas gelingen, das traue ich ihm zu, dass der Lisa da jetzt nicht mehr lang Sechster ist. Weil dann bei mir ist der Drops relativ gelutscht. Katayama auf die Cesaris vielleicht noch gelutscht. Knapp, aber sonst bei mir nicht. Beißler. Der sechste Platz ist noch machbar. Ich glaube, vorne ist der Gilbert Grün, der kontrolliert das Rennen. Dass der Gilbert überhaupt ein Rennen kontrollieren kann, in Führung liegend. Aber wer hätte schon gedacht, dass der Beißler zwei Rennen gewinnt? Der Beißler ist bei mir gerade Zehnter und schnuppert am Frenzen. Ja, ekelhaft. Ja, ich schnupper. Ich sollte an. Wirklich gehen. Ich hätte schon vor 3 Stunden gehen sollen. Also ich muss ehrlich sagen, in diesem Rennen schnuppert der Beißler nichts mehr. Aber das wäre wahrscheinlich sogar der dritte Sieg in Folge geworden. Die Chance war gut. Tja. Aber sie waren halt gut. Aber es gibt ja noch Monza und da kennen wir die Flügeleinstellungen wieder. Das sollte machbar sein. Also da ist schon der Beißler voll der WM-Kampf drin. Ich sehe das jetzt nicht so tragisch. Also scheiße natürlich die 10 Punkte, die gern gehabt, die 6 mindestens. Aber gut, shit happens. Finde ich super, dass der Grün jetzt erster ist und nicht der Jan Bürgi. Der wird sicher jetzt gleich überholt werden, denn da ist der Hamerski, der jetzt da dran kommt. Je mehr den Jan Bürgi überhole, desto besser ist es. Denn der hat es überhaupt hast nicht verdient. Hast du den Bürgi eventuell sogar die Karre kaputt gemacht? Das hoffe ich doch sehr. Kommt, haut den Kuter draus, haut den Kuter draus. Ja, da gibt es jetzt doch spannende Kämpfe. Der Kampf um Platz 2, Hamerski gegen den Jan Bürgi. Ich würde es bevorzugen, der Hamerski überholt ihn noch. Und ich würde es bevorzugen, der Lukas Bär zieht am Lisa mal ganz geschwind vorbei. Ah, Kenny, den hättest du jetzt rausschmeißen können, den Kuhtat. Den schmeißt sicher nicht raus. Ach nee, du bist ja schon draußen. Ach, schade. Ich wollte es nur mal dran erinnern, weil ich fing gerade wieder an, dass du gute Laune kriegst. Und das ja, genau. Ja, da schauen wir. Warum haben wir den nochmal mit? Da, Arsch. Oh, jetzt. Kalypso. Da gibt's gleich einen Grund zur Kalypso. Da gibt's gleich vielleicht einen Grund zur Freude. Da steckt es sauber schon im Getriebe. Jetzt wird's spannend. Der Kampf um Platz 2 ist eröffnet. Vorne der Gilbert Grün. Der, denke ich, wird's Rennen gewinnen, wenn ihm der Motor nicht abfackelt, was ich auch nicht hoffe. Der Gilbert soll ja ins Ziel kommen jetzt. Aber der Hamerski, der hat die Chance, hier wirklich was zu reißen. Da ist der Hamerski schon fast dran. Ich hasse das auch. Deswegen habe ich das auch so kast in Ungarn. Habe ich deswegen extra gebremst beim Lichtmess, dass ich da nicht in der Kurve überholen muss. Und hier habe ich gedacht, ha ja, da ist Platz genug und dann sowas. In Zukunft, wenn sowas ist, werde ich extra runterbremsen, dass ich dann wirklich erst an einer Gerade zum Überholen komme. Vom Topspeed hätte das geklappt. Ja, ich war auf einer Geraden. Da können wir bei Rurik hast dann was anderes. Ja. Ich schreibe dir schon mal auf, Brappen, damit ich nicht vergesse. Ja, ich habe mir den Jan Bürgi schon vorgemerkt für die nächste Crash-Renne, dass er dann auf jeden Fall dran ist. Der auf gar nicht vergessen. Wie das Rennen bei mir? Ob ich vor Schumacher? Oh, vorletzt. 8 Sekunden. Und Coulthard? 24 Sekunden. Tja, und in der WM wird es sehr spannend, zwischen den dreien zumindest. Coulthard 59 Punkte, Schumacher 57 und Hill 55. Das heißt, die sind innerhalb von 4 Punkten, die ersten drei. Ja, und ich habe dann schon einen Abstand von 18 Punkten auf Coulthard. Okay, das hätte schlimmer sein können. Über 20 sein können. Ja, wir sind bei mir in der letzten Runde. Durch Valvorix' Crash hatte er eine Runde Rückstand, hat er sie wieder aufgeholt. Oh, da ist einer aus dem Rennen. Wer war das? Hat er gerade wieder applaudiert? Kenny? Radverlust bei Tien Tran. Radverlust bei Tien Tran. Der verliert das Rad.
und ist draußen. 13. war er, der Tien. Mal gehen wir wieder ins Live-Bild. Sie hat nicht das Rad erfunden. Tja, wir sind in der letzten Runde. Ich glaube, die Positionen sind belegt. Selbst der Lisa wird leider Sechster, leider, aber er kriegt ja nur einen Punkt, Gott sei Dank. Ich hoffe, dass der Schmutz den noch halten kann. Sonst kriegt der Schmutz echt einmal Bayern-Schals hinterher geschmissen. Ich hoffe, dass der Schmutz jetzt da noch bleibt. Oh, der Tobias Bürgi geht an die Box. Ist der da mit dem Tieren kollidiert? Oh je, der Lisa, ich habe jetzt schon Angst, dass der den Schmutz überholt. Wir gehen jetzt. Das Gute ist, bei Lisi wird mir nicht gefährlich. Der hat nur 22 Punkte. Also dem fehlen auch 19 Punkte auf mich. Ja, und wir sind hier beim Gilbert Grün. Wollen den seinen allerersten Grand Prix-Sieg begutachten jetzt gleich. Hat er verdient in dem Rennen, muss man echt mal sagen. Er hat Jan Bürgi überholt, es reicht schon, dass er es verdient hat. Ich ziehe mich eben aus und schreibe mit Körperfarbe auf meinen Oberkörper, Go Gilbert. Jawoll. In grün, aber ihr habt nur Kugelschreiber hier, egal. Das sieht auch gut aus, Go Gilbert. Machst du jetzt echt? Ja. Nein, jetzt wünschte ich, dass ich nicht dabei wäre. Ja, Win for Gilbert Grün. Allererster Grand Prix-Sieg für Gilbert. Da muss ich echt applaudieren. Hat er verdient, der Junge. Zweiter wird leider. Wie viel bist du geworden? Zweiter wird leider der Jan Bürgi, dann der Hamerski, dann der Bergold. Und jetzt das Duell. Ja, der Schmutz hat es geschafft. Der Lisa bekommt Gott sei Dank nur einen Punkt. Hat immer noch 6 Rückstand. Wie viel bekommt der Meister? Ach, auch 0. Ach. Da ist aber ärgerlich heute, diese Runde. Das ist ja. Dieses Rennen war echt zum Kacken. Aber. Also, gut formuliert. Aber der Gilbert. Kennt ihr Spaß? Der Gilbert Grün hat auf jeden Fall gewonnen, was ich im Gilbert auf jeden Fall jetzt gönne. In dem Rennen auf jeden Fall. Wenn ich mitfahre, wäre nicht. Aber Kenny ist bei mir auch noch auf Platz 18, 16, das passt. Aber wenn wir mal schauen, wo ihr zwei seid bei mir. Ah, und der Beißler ist ausgeschieden, glaube ich. Ja, der kann es nicht lassen im Aufschein. Sorry. Ja, das ist. Also in Spa wäre wirklich was drin gewesen, muss man sagen. Hätte ich auch nicht so erwartet. Kannst du nicht so, dass die beiden damit nicht umgehen können? Danke ich auch. Und wir schauen mal ins Rennergebnis. Und da hat der Gilbert Grün das Rennen gewonnen. Ja, zurück zum SF. Soll ich mal das Endergebnis auf Schweizerdeutsch vorlesen? Komm, ich lese jetzt mal auf Schweizerdeutsch vor. Maya Kenny. Kenny, was war da los? Dritter gestartet. 13 ins Ziel. Was war da los? Aber vor Matthias Scholz, Gott sei Dank. Was war da los, Kenny? Mein Ziel war es, nur ins Ziel zu kommen. Besser als du und Weibo. Das passt schon. Ja, das ist heute mal gelungen. Unglücklicherweise. War es für mich zumindest. Auch beim Valvorik. Bin mal gespannt. Dann der Scholz aber gesagt, Hartmann, Lang, Valvorik, 17. bei mir. Dann Patzak, Le Gall, Tobias Bürgi, der musste nochmal an die Box. Der ist mit dem Tien kollidiert, der ist ausgeschieden, wird aber noch gewertet mit 2 Runden Rückstand. Schade gehabt. Dann gehe ich nochmal zum WM-Ergebnis. Und da ist der Jan Bürgi, ist WM. Okay. Was soll das jetzt zu mir? In meiner Runde? Nee, du sagst, er kriegt aufs Maul. Tobias, Valvorik, was ist da los? Ich denke, wollen wir noch den Dagume erwähnen? Der ist 15. Nö. Nö, tschüss. Wollen wir den kennen? Ich finde den ganzen Typen hier. Aber der Jan Bürgi auf der 1, das ist eine persönliche Beleidigung jetzt für mich. Das muss ich ändern. Und du bist Zweiter? Ja, noch. Mit wie viel Abstand? Ein Punkt. Okay. Aber den werde ich mir schon noch holen. Und vielleicht fliegt dem Jan Bürgi noch ein Flügel entgegen. Wer weiß das schon. In der WM, Mensch, da ist spannend. Williams, die können wir abschreiben. Die gewinnen nichts mehr jetzt. Ihr nicht mal das Rennstart gehabt. Na, dann denke ich mal zum Next Grand Prix. Ah, jawohl, auf meiner Lieblingsstrecke, meiner absolute Lieblingsstrecke, Monza, Italia. Und so wie das Layout aussieht, also das muss ein Pflichtsieg werden für den Beißler. Alles andere wäre eine Frechheit. Dann speichern wir das mal. Ein Sieg brauche ich noch, dann crash ich alle raus. Um Weltmeister zu werden.
Der Plan steht ja noch. Ich hätte schon, wenn ich jetzt Spa gewonnen hätte und Monza gewinnt, dann hätte ich es viel komfortabler gehabt. Aber so ist das Leben eben und Spaßler. Ist nicht dein Tag.